Hallo meine Lieben, jetzt gibt's das erste Food Diary von mir. Ich muss sagen, ich glaube, ich habe teilweise auch mal was vergessen, weil ich das gar nicht gewohnt bin, hier mein Essen aufzunehmen. Ich muss im Vornherein sagen, dass ich immer das Intervallfasten, das 16 zu 8 mache. Ganz einfach deswegen, weil ich noch nie in der Früh frühstücken habe können, wenn ich nicht mehr Ruhe habe. Und das kann ich dann eigentlich nur am Wochenende. Und bei mir war es auch während der Schulzeit so, ich bin immer ohne Frühstück außer Haus, weil ich das nie konnte. Schnell irgendwie nur Brot rein oder nee. Und so ist es jetzt auch, wenn ich in die Arbeit gehe, ich kann um 5 in der Früh nichts frühstücken. Wenn ich weiß, ich muss, dann weg. Deswegen mache ich das Intervallfasten einfach 16 zu 8, das heißt, 16 Stunden esse ich gar nichts und 8 Stunden schon. Und deswegen gibt es bei mir auch kein Frühstück zu sehen. Und ich halte das eigentlich auch am Wochenende ein. Also ich esse Frühstück nichts. Heute haben wir Samstag, jetzt haben wir 10.40 Uhr. Ich esse erst um 12 Uhr heute. Also das Mittagessen ist dann mein erstes Essen. Das ist jeden Tag so. Und zum Beispiel gestern Abend habe ich euch das vergessen. Das weiß ich. Da habe ich nur Körnersemmel gegessen mit einem Frischkäse, neben dem körnigen Frischkäse drauf, ein bisschen an Restschinken, was wir noch gehabt haben, und Tomaten und ein bisschen so Fisch. Mehr hat es dann auch nicht gegeben, weil ich immer schaue, dass ich in meinen Kalorien, die ich essen darf, essen soll, weil dieses intuitive Essen, ganz ehrlich, davon halte ich eigentlich nicht recht viel. Das können die machen, die wo von Haus aus guten Stoffwechsel haben, die wo, ja. Aber ich finde, es ist immer blöd, das jemandem zu empfehlen, zum sagen, ja, ihr könnt immer essen, auf was ihr Lust habt. Nein, es können einige halt eben nicht. Manche können es nicht. Deswegen bin ich so, dass ich sage, ich habe eine gewisse Kalorienzahl, die ich essen darf, und die esse ich, und da achte ich auch aufs Essen. Also ich achte drauf, nicht so viel Fett, viel Eiweiß hat meine Ernährung. Ja, genau. Also viel trinken. Ich trinke mindestens 2 Liter am Tag. Und jeder Tag fängt mit einer Tasse Kaffee an. Die habe ich euch einmal letzte Woche am Samstag gefilmt, aber ansonsten, nee, weiß ja auch. Tasse Kaffee, es ist ja nicht interessant, also es ist ja nicht so wichtig. Also ich hoffe, euch gefällt dieses Food Diary. Ich denke, es ist noch sehr ausbaufähig. Also da werde ich mich auf jeden Fall jetzt mal die nächste Woche noch mehr anstrengen, weil das ist echt für mich, habe ich schon gesagt, total ungewohnt, einfach mein Essen zu filmen, weil dann fange ich zum Essen an und dann denke ich mir, oh nein, du wolltest das ja filmen. So schaut es aus, ja. Und dann ist es schon weg. Also ich hoffe, euch gefällt das. Erwartet bitte jetzt bei dem Video nicht allzu viel. Also wie gesagt, das ist das allererste Food Diary von mir. Da muss man auch reinkommen, wie bei allem anderen auch einfach. Das muss ich wirklich dran denken. Vielleicht klappt es jetzt die zweite Woche besser. Schauen wir mal, muss man einfach ausprobieren. Also ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und seid gespannt, was ich euch hier gefilmt habe. Also ja. Meine Top-Kochkünste. So, heute ist Samstag und mein Frühstück besteht ja nur aus Kaffee, also gibt es nur einen schwarzen Kaffee. Einen schwarzen Kaffee mit nix. Gibt erst Mittag was zum Essen. Also wir haben 14.41 Uhr, ist mein Mittagessen. Heute ein bisschen spät, ich bin leider nicht dazugekommen vorher. Ich habe einfach ein Eiweißknäckebrot, das ist vom Aldi. Mit einem körnigen Frischkäse in der Magerstufe und eine Mango. Gibt es zum Mittagessen. Genau. Ist ganz lecker. Und hat wenig Kalorien. So, wir haben jetzt 5:30 oder kurz vor 5:30. Heute gibt es die vegane Pizza vom Penny. Mal schauen, ob die schmeckt. Also riecht lecker, schaut lecker aus. Sie kann nur lecker schmecken. Also wir haben Sonntag um 12:08. Bei uns gibt es heute Hähnchen-Innenbrustfilet angebraten, ein bisschen gepfeffert, altes Brot, wo ich einfach in der Pfanne noch schnell rausgebraten habe, und einen leckeren Salat. Das gibt es heute zum Essen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, habe nämlich viel Hunger. Das ist mein erstes Essen, yeah! So, wir haben jetzt 12:29 Uhr, das Essen war super lecker. Jetzt gibt es noch eine Nachspeise, ein Eis. Und zwar dieses High-Protein-Eis von Double Chocolate von Penny. Bin gespannt, wie das schmeckt.
So, wir haben jetzt Sonntag, 18.12 Uhr. Das Abendessen gibt es 2 Eiweißknäckebrot mit körnigen Fischkäse und ein Putenbrust. Genau, und ein Pilz. Und ein Pilz. Aber das ist nicht meins. So, Montag, 12.15 Uhr, gibt es lecker Gulasch mit Salat und Nudeln. Also wir haben jetzt Dienstag, 12.10 Uhr und ich habe jetzt bei meiner Mutter drüben nur schnell eine klare Rinderbrühe gegessen, also mit ein bisschen Karotten drin. Und es gibt noch einen Ehrmann-Protein-Pudding. Ohne Zucker, glaube ich, war der sogar. Ich weiß jetzt gar nicht, was drauf gestanden ist. Ohne Zuckerzusatz, genau. Den gibt es jetzt nur als Nachspeise. So, jetzt ist es Dienstag, 14.03 Uhr. Ich trinke jetzt einen Kaffee und probiere von Sunrise diesen Crunchy Milch-Cerealien-Riegel. Bin gespannt, wie das schmeckt. Das war ich jetzt nicht, Entschuldigung. Also zum Abendessen gibt es jetzt nur 5 vegane Nuggets. Die hat mein Kind nur übergelassen. Dann esse ich 2 Scheiben normales Knäckebrot. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so Lachsverschnitt, glaube künstlicher Lachs oder keine Ahnung. Ich weiß, haben wir zu Hause gehabt, das muss weg. Dann werde ich noch Paprika dazu essen, Gurke und vielleicht 2 Scheiben von diesen Schinken. Und für die Nuggets, also hier seht ihr Soße drauf, aber das ist nicht mein Teller. Also ich nehme nur gebrauchten Teller her. Aber ich werde diese Light Gourmet Soße vom Moor Nutritioner, und wenn man das ausspricht, essen. Genau, das ist dann mein Abendessen heute. Denn jetzt haben wir Dienstag, 19.45 Uhr. So, Mittwoch, 12:30. Es gibt Spaghetti mit Parmesan und Pfeffer obendrauf. So, wir haben Donnerstag Mittag und es gibt hier heute Schlemmerfilet vom Penny. Genau, von Berida. Brokkoli, Schlemmerfilet. Ich liebe das, es schmeckt total gut. Und ja, wenn man keine Lust zum Kochen hat, dann geht das einmal. Und ist relativ gesund. Wir haben jetzt Donnerstagabend um, muss ich gerade schauen, 18.48 Uhr. Und es gibt eine Gemüsesuppe, selbst gekocht. So eine Ochsenschwanzsuppe habe ich gemacht. Der Ochsenschwanz, den kriegt der Hund. Ich esse die Gemüsesuppe und noch die veganen Maultaschen, die wir noch da gehabt haben. 2 Stück. So eine halbe habe ich schon gegessen. Das ist jetzt das Abendessen. Das ist super lecker. So, wir haben jetzt Freitag, 12.13 Uhr. Zum Mittagessen gibt es jetzt einfach nur die restliche Suppe von gestern. Und da werde ich mir jetzt auch noch ein paar Maultaschen reinschmeißen. Das alles kurz aufwärmen und das ist in unserem Mittagessen.